Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die betriebliche Mitbestimmung ist einer der größten sozialpolitischen Erfolge in unserem Land. Sie ist die tragende Säule der sozialen Marktwirtschaft. Kurz, sie ist Voraussetzung und Ausdruck einer zutiefst demokratischen Wirtschafts- und Arbeitskultur. Die betriebliche Mitbestimmung sichert das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben auch in der Arbeitswelt. Sie ist konstitutiv für den Erfolg unserer Wirtschaft, weil sie den sozialen Frieden sichert. Folglich zählt es zu den vornehmsten Aufgaben der Politik, die betriebliche Mitbestimmung für alle Arbeitnehmer zu wahren und zu verteidigen. Das schließt ein, die rechtliche Regelung zu ändern, wenn dies notwendig ist, und wir müssen das prüfen, ob es soweit ist. Vor diesem Hintergrund und diesem Anspruch ist jedoch der Antrag der Partei der Linken zu beleuchten, und der ist leider, wie in den letzten Jahren zuvor, nicht zielführend. Der Antrag geht erstens teilweise an den tatsächlichen Problemen der Arbeitnehmer vorbei. Zweitens, der Antrag bezeichnet den deutschen Mittelstand als Arbeitnehmerfeind Nummer eins und stellt ihn unter Generalverdacht. Und drittens, der Antrag erschöpft sich im blanken Lobbyismus für die Altgewerkschaften. Ihnen, liebe Kollegen von der Linken, geht es mit diesem Antrag meines Erachtens primär nämlich nicht um die Verbesserung der Mitbestimmung. Wenn Sie fordern, dass bereits Wahlvorstände externen Sachverstand bestellen können, ohne dass Sie dies mit dem Arbeitgeber vereinbaren müssen, dann wollen Sie doch eigentlich nur die Genossen in den Gewerkschaften zusätzliche Posten und zusätzliche Sachverständigenäußerungen verschaffen. Das ist eine mutige Aussage, dass ich keine Ahnung habe. Also, Sie haben sich vorhin, glaube ich, auf diese Zwischenrufe verwahrt. Ich weiß, mit dieser Arbeitsbeschaffung für die Altgewerkschaften kann man da finanzielle Löcher stopfen, die dadurch entstanden sind, dass denen die Mitglieder weglaufen. Doch das ist nicht Ihre Aufgabe, denen Arbeit und Brot zu verschaffen. Das ist auch vor allem falsch. Vielmehr helfen Sie mit Ihrer Politik jenen Leuten in Organisationen wie Verdi, die in den Betrieben zur Denunziation von Kollegen aufrufen, die mit der AfD sympathisieren. Denen helfen Sie. Sie helfen mit Ihrer Politik jenen Funktionären. Sie helfen mit ihr. Das hatten wir doch schon mal, Kollegen von der Linken. Sie denken daran, dass Ihre Wähler da oben mitschauen. Und wenn Sie die Wahrheit niederrufen wollen, bitteschön, Sie müssen mit den Konsequenzen leben. Sie helfen mit Ihrer Politik jenen Funktionären, die kalt lächelnd Millionenabfindungen abnicken und die anderen Leute, nämlich ihre Mitglieder, in die Arbeitslosigkeit schicken. Sie machen Politik für die Vertreter der Altgewerkschaften, die selbst mit Bonizahlungen und mit Gehaltszahlungen korrumpiert sind. Aber gleichzeitig klagen Sie den Mittelstand an. Sie belasten die wichtigsten Arbeitgeber in unserem Land mit zusätzlicher Bürokratie und zusätzlichen Kosten. Ihnen fehlt es da am marktwirtschaftlichen Grundverständnis. Anders als die Konzerne und ihre korrumpierten Betriebsratschefs haben die Mittelständler ein überlebenswichtiges Selbstinteresse, dass ihre Unternehmen und damit ihre Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben. Mittelständler sind die Garanten für den Wohlstand in diesem Land. Liebe Kollegen auf der Linken, Sie haben offenbar immer noch nicht begriffen, dass Mitbestimmung nicht gegen, sondern nur im Dialog mit dem Mittelstand zum Wohl aller gelebt werden kann. Und damit dieses Verständnis einer kooperativen und nicht feindlichen Mitbestimmung auch in die Betriebe transportiert wird, sind wir als AfD, als neue Volkspartei, froh, dass es endlich ernstzunehmende Alternativen zu den Altgewerkschaften gibt. Ich meine hier zum Beispiel Alarm, die eine Gewerkschaftsorganisation, die keinen Arbeitnehmer ausschließt, nur weil er eine andere politische Meinung hat. Solche Organisationen, neue Arbeitnehmervertretungen, das können die Betriebsräte der Zukunft sein. Sie werden die Mitbestimmung weiter stärken. Der Antrag der Linken verringert die logistischen, organisatorischen Hürden für diese neuen Arbeitnehmervertreter. Deswegen ist Ihrem Antrag zuzustimmen. Dankeschön. Herr Kollege Pohl, es war nicht nur eine Punktlandung. Sie haben sogar eine Minute Redezeit nicht ausgenutzt. Das finde ich für einen Vertreter einer selbsternannten Volkspartei beachtlich. Als nächstes hat das Wort für die Freien Demokraten der Kollege Karl-Julius Kronenberg.